Hallo Leute, mein Name ist Hotze C und willkommen zu einer neuen Folge von meiner Factorio-Serie. Wie ihr seht, beschäftige ich mich gerade mit der Forschung, aber das eigentliche Ziel hier ist dieses Nest hier unten. Okay, einen Turm haben sie mir schon zerstört. Ein bisschen mehr Munition machen. Bisschen heilen. Und das war's. Das war's mit meiner Munition. Brauche mehr Eisen, mehr Munition. Hoffentlich halten die Türme so lange durch. Das erste Nest habe ich schon fast. Speyer ist auch hinüber. Und das war's wieder mit der Munition. Aber habe das Gefühl, wir machen Fortschritte. Langsam. Aber die Aliens werden weniger. Zumindest in diesem Nest. Okay, cool. Der letzte Speyer ist hinüber. Und nun ist es wirklich einfach.
Der Turm beschützt mich und ich kann mich auf die Nester konzentrieren. Wunderbar. Erstes Nest zerstört. Hier mal auf die Karte schauen und die Umweltverschmutzung öffnen, dann sehen wir hier, dieses Nest ist noch nicht erreicht und dieses noch nicht. Aber wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Wahrscheinlich haben wir keine Fläschchen mehr. Warum geht es mit unserer Forschung nicht vorwärts? Alles leer. Aber was wir hier machen können, Kupfer. Nun können wir versuchen, mal rote Fläschchen zu automatisieren. Und dann immer noch Fläschchen. Keine Steine mehr. Aber das soll fürs erste Mal genügen. Vielleicht ein zweites oder drittes Labor. Geht die Forschung dann schneller? Powermäßig aus.
brauchen 65 Kilowatt und könnten bis zu 3,6 Megawatt produzieren. Sobald wir hier ins Automatisierungsgeschäft einsteigen, wird sich das sehr schnell ändern. Das waren all unsere Fläschchen. Kupfer rein, hier kommt Eisen rein. Und somit haben wir die rote Fläschchenproduktion automatisiert. Noch nicht auf Highspeed getrimmt. Okay, dann gehen wir einfach mal hier weiter in der Reihe. Und natürlich brauche ich jetzt wieder Eisen und Kupferplatten. Habe ja alles da reingelegt. So, das sollte die Forschung nun doch beschleunigen. Kupfer, mehr Eisen. Am Anfang immer dasselbe. Man hat nie genug. Natürlich haben wir hier unten viel mehr Eisenförderer als hier oben. Das können wir natürlich ändern. Stahl, das nächste.
Munition. Da haben wir ja noch einen Teil vom Absturz. Nun denn. So, baue ich mal zumindest die Öfen haben gereicht, alles andere nicht. Drüben mit den Fläschchen aus. Die werden schneller weggeforscht, als wir produzieren. Scheint so, als ob dieses Setup gerade ausreicht für ein Forschungslabor. Wir werden das in Bälde ändern. Denke ich. Nicht in dieser Folge, nicht in der nächsten Folge. Jetzt zuerst hier die Elsen. So. Spannend. Greifer jede Menge. Mit diesem Setup können wir auf einem Band zwei unterschiedliche Materialien platzieren. Das eine kommt hier von oben,
das andere hier von unten. Und das brauchen wir im Wesentlichen, weil diese Öfen, die brauchen ja das Teil, das sie schmelzen, Eisen, Kupfer oder Stein. Aber auch Kohle. Kupfer, etwas mehr Eisen. Ausgeschossen. Pfeifer. Stromversorgung steht. Auch noch nicht angeschlossen. Und das ist ein Tool. Dann kopieren wir das. Viermal. Dann noch viermal. Zwei, drei. Hier ein viermal dann noch viermal Abstand. Und dann noch zweimal Abstand. Und das heißt, hier haben wir Kupfer oder Eisen und hier haben wir Eisen oder Kupfer. Das ist dann Stein zu Ziegelstein. Und hier das werden wir dann zu Stahl machen. Ich habe das einfach mal hier so platziert, damit wir wissen, was wohin geht. So dass wir dann auch die ersten
die ersten Schmelzen an der richtigen Stelle platzieren. Und das ist ein bisschen Planung. Wir werden einiges an Ressourcen brauchen, nur schon um die ersten zwei Öfen hinstellen zu können. Aber das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch wieder zu für mehr Factorio mit mir, HCST. Bis dann. Tschüss.